Wie viel Kopfgeld brauche ich eigentlich theoretisch für den? Ich insgesamt 7,5 und ich habe 7,4. Wow. Das heißt, ich habe definitiv mehr als genügend nachher, wenn ich noch einen Meilenstein erreiche. Interessant, interessant. Aber ja, wir wollen jetzt mal zum Unterschlupf gehen, damit wir in der Nähe sind von dem Reparier-Shop. Oder nein, Reparier-Shop. den scheiß Tuning-Laden. Mann. Komm, mein Wagen muss verändert werden. Die Polizei kennt mich. Ich habe Angst. Das nicht. Aber er muss schick schön aussehen. Schick schön. So, Leistung geht da sowieso nichts mehr rein. Und machen wir ihn mal hässlich, ne? Machen wir ihn hässlich. So, einen guten Speziallack. Und gucken wir mal, wie sieht er denn gut aus. Sieht er so gut aus? Welche Farbe nimmt man einen Porsche eigentlich? Keine Ahnung. Sieht auch schön aus, ne? In der Farbe? Ah, kann ich ihn nicht drehen? Muss er jetzt auf Präsentation gehen? Kann ich ihn nie mitdrehen? Nein, kann ich auch nicht. Wirklich? Den Scheiß ernst? Muss auf Präsentation gehen. Es gibt ja noch, es gibt noch die Farben, die so ein bisschen sich verändern, ne? Und dann gibt es diese komische Mattlacke. Aber ich mag die Flipflop-Lacke am liebsten. Flipflop ist toll. Flipflop. Vinyls. Gott, ich habe damals immer Vinyls reingemacht. Wettbewerbssieger? Ah, das ist eh so ein bisschen, ne? Kaum. Boah, mach irgendwas Japanisches oder Chinesisches oder so rein da drauf. Meist einzigartig. Sehen die besser aus? Ah, nicht wirklich. Okay, mach mal den Aufkleber drauf. Ich habe auch immer gedacht, ich habe keine Tuning... ich habe keine Tuning-Felgen installiert. Scheiße, die müssen wir auch noch reinpacken. War das gewesen? Ach, bei Teile, stimmt, bei Teile. So, Karosserie-Kit. Wow, es gibt zwei Stück. Was sieht besser aus? Ich könnte natürlich auch einzelne nehmen, aber irgendwie jetzt so von der Form her. Ganz schön dick der hier, ne? Ne, nehmen wir lieber den dünneren. Andere sieht ein bisschen zu aufgebläht auf. Wo tauschen wir den Serien-Spoiler gegen irgendwas anderes? Irgendwas Riesiges? Naja, so riesig auch wieder nicht. So, reicht von der Riesigkeit. Oh, und Felgen? Keine Ahnung, dann nehme ich auch einfach immer nur irgendwas, was mir gefällt. Roja sagt gar nichts. Oh, nehmen wir mal Roja. Formula? Formula 1? Hat das damit irgendwas zu tun? Gott. Ja, Dings geht auf jeden Fall runter hier. Dann habe ich erstmal wieder Billigbullen hinter mir. Aber naja, vielleicht kriegt er nur 0,9 Minuten hin, ne? Mit Langweilbullen. Mit Langweilbullen. Ach, Spoiler, das habe ich eigentlich immer nie genommen, weil ich den bescheuert fand. Da gibt es irgendwas nicht so Extremes. Ah ne, das sind Carbon-Spielboiler. Ich wollte gerade sagen, irgendwas, was mir nicht so hart auffällt. Ich finde, die Dachspoiler sehen mal richtig komisch aus. Gibt es die eigentlich Möglichkeit und bringen die irgendwas? Weil ich finde, die sehen mal richtig komisch aus. So, Felgenfarbe, Pulverbeschichtung, also das gibt nichts anderes. Frage, nimmt man einen Kontrast irgendwie zum Beispiel das Gelbes oder so? Ja, nehmen wir einfach mal. Teuersten Scheibenfolien drauf machen, weil die teuersten, die kosten alle gleich viel, ne? Auch irgendwas, was halbwegs dazu passt. Oh, wieder gelb. Gelb und rot. Gott, ich glaube, ich würde nicht im Leben echt mit so einem Auto durch die Gegend fahren. Schon irgendwie schlecht, ne? Blink, blink, aber den habe ich mir auch das eine Mal geholt mit dem anderen Auto. Nehmen wir was anderes. Das ist die Nadel. Die Nadel ist silberrot. Nein, nicht unbedingt. Aber darauf fällt irgendwas, was ich lesen kann. Ja, das kann man lesen. Das, was gut aussieht. Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Der Wagen ist fertig gehässlicht. Findet ihr auch, dass er hässlich aussieht? Nee, sieht er hässlich aus? Sieht er hässlich aus? Der sieht hässlich aus, oder? Komm, komm! Mit voller Hässlichkeit bin ich mit 300 Sachen unterwegs. Nö, voll durchnossen. No problemo. So, dann gehen wir mal unter B. Und gehen wir ins nächste Rennen. Ich will müssen wir erfahren. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Geil. Also noch zwei Rennen und einen dann. Das Mautstellenrennen. Also zwei Rennen müssen wir uns auspicken. Und wir nehmen mal. Ich gehe wieder voll aufs Ganze ein Blitzekastenrennen. Ich sage, obwohl ich immer davon gesagt habe, dass die furchtbar sind. Aber. Bis jetzt hat's ja immer geklappt, ne? Also, probieren wir es weiter. Die Konkurrenz schläft nicht. 1, 2, 1, los.
Und gleich kommt der erste Kasten. Gleich kommt der erste Kasten. Oder? Oh ne, okay. Den lasse ich jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe auch jetzt nicht darauf geachtet, wie lang die Strecke geht, aber wahrscheinlich geht die ein bisschen länger. Boah, guck mal, ich habe gleich wie besseres Chromverhalten. Nee, habe ich nicht. In dem Spiel macht das ja noch nichts aus, deinen Wagen zu tunen, aerodynamisch oder so weit. Das haben sie auch erst in den anderen Teil mit eingeführt. Aber das war dann auch immer nur so ganz minimal. Dass es nur irgendwas ein bisschen mehr gebracht hat oder ein bisschen schlechter gemacht hat, ne? Ist auch klar. Theoretisch wird der Wagen so auch schwerer. Und er hat auch automatisch ja weniger, ja, PS, also. Komm. Ja, weniger PS nicht, aber der kommt dann schwerer aus dem Arsch. Du siehst das nicht mit diesen fetten Karren. Deswegen haben die Autos ja heute auch mehr PS, aber theoretisch sind sie nicht wirklich viel schneller als die von damals. Weil die eben so dick sind im Gegensatz zu damals. Weil damals konntest du dir einfach so mit zwei Personen locker so ein Auto wegheben. Und heute, ja, versuch das mal mit zwei Leuten. Ich glaube, das wird nichts. Die hatten damals irgendwie lächerliche 50 PS oder noch weniger, nee, noch weniger da drinne. So wie diese komische Ente, die es damals gab. Ich glaube, die hat nur irgendwie 15 PS oder so, ne? Oder 20? Keine Ahnung, die hat auf jeden Fall nicht viel. Bin ich der Meinung. Und die Batterie kann ja auch nicht leer gehen bei diesen ganz alten Autos. Die kannst du sogar noch mit der Stange anwerfen. Ich denke mal auch so, ja. Die Autos fahren in 200 Jahren, fahren die auch noch. Selbst ohne Elektrik, weil du die einfach so anmachen kannst. Aber naja, Benzin brauchst du dann immer noch. Und die Frage, gibt's das noch in 200 Jahren, ne? Ich habe mich auch noch nicht umgehört über diese CO2-Steuer, die sie rausbringen wollen. Wahrscheinlich, wenn ich das tue, dann ärgere ich mich nur selbst. Also, habe ich es bis jetzt erstmal gelassen. Ist es gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, mein Analogstick löst sich auf wie ein Radiergummi. Da ist mittlerweile so unglaublich nichts mehr dran. Das Ding ist schon richtig abgerubbelt, ey. Was? Schon zu Ende? Das war ja irgendwie ein Selbstgänger. Wie viele Runden wären das theoretisch? 3. 13,6, ne, ist ja nicht viel. 28,6. Das sind auch 3 Runden. Okay, von den kürzesten Rennen her scheint das kürzeste zu sein. Naja, Drake ist wahrscheinlich das kürzeste, aber ich kenne mich ja. Drake, nein. Außer das Spiel zwingt mich noch einmal dazu. Ich weiß gar nicht, hat Razer sogar alles ein einziges Mal? Also einmal Rundkurs, einmal, nee, Rundkurs, oha, wie soll das denn gehen? Einmal Rundkurs, einmal Sprint, einmal eben alles, ne? Kann sein, dass ich gegen Razer alles fahren muss. Aber gegen Bull noch nicht. Und Bull könnte sein in... Ne, ich glaube, Bull hat keinen. Also kommt nur noch Razer mit einem Dragon. Oh Gott, ey, Dragon. Das ist doch furchtbar in diesem Spiel. Scheiß geskriptete Scheiße. So wie bei den einen, war das Blackest Fahrer? Ich glaube ja. Mit dem Dreckrennen. Wie lange habe ich gebraucht, um diese scheiß Dreckrennen zu beenden, ey? Entweder du musst Glück haben und der Crash sich nicht bemerkt das, oder ja, du musst ausnahmsweise mal nichts crashen. Scheiße, ey. Links, rechts, links, rechts. Oh. Ja, den habe ich für euch hier so hingepackt. Damit ihr dagegen fährt. Frage ist, wie lange bleiben die Autos hinter mir, wenn ich sie wegramme, ne? Auf der Strecke. Die spawnen ja wahrscheinlich auch nach kurzer Zeit schon. Man denkt auch immer, ne? Oh, wenn ich vorne bin, da muss ich gut sein, weil die Computer geht ja keine Chance haben. Und dann spielst du das erste Mal online und dann ziehen die sich einfach nur ab. Und denkst du, okay, ich bin schlecht. Ja, vergiss nicht, die Computergegner sind auch so eingestellt, dass du mehr oder weniger gewinnst, ne? Oder verlierst. Kommt drauf an, wie die drauf sind. Wenn die mal wieder einen Fehler an ihrer KI haben, dann sind die mal wieder mit 500 Kilometern weit vorne. Ich verbinde das einfach logisch damit eben, dass keine Autos mehr von denen hinspawnen und die dann eben wie auf Schienen fahren können, ne? Weil die müssen ja KI-mäßig irgendwie die ganzen Strecken kennen. Wo die längs fahren können, wo sie abkürzen können. Und eben, ja. Wie die fahren können, ne? Wie gesagt, ich werde euch am Ende des Spiels einmal noch den Polizeiwagen zeigen. Und dann seht ihr einfach, wie Art unrealistisch der ist. Was für eine harte Lenkung der hat, was für eine harte Beschleunigung der hat. Das ist einfach so ein richtig unrealistisches Auto. Aber naja, das haben sie eben gemacht, damit es nicht zu langweilig wird, ne?
wäre einfach dumm, wenn er. Wenn die Polizei genau die gleichen Fahreigenschaften hätte wie du und ja, dann versuchen meine KI dann fahren zu lassen, so gesagt. Die sind dann eben nicht ganz so gut. Also, die kommen dann im Leben nicht hinterher. Deswegen kriegen die eben Cheater-Autos. Cheater-Autos. Ich weiß gar nicht. Gibt es offiziell eine Challenges mit Polizei in dem Spiel hier? Also, wo du Polizei bist? Glaube nicht. Nur es gibt irgendwelche bescheuerten Challenges mit Müllwagen und so. Das ist auch bescheuert, dass du einen Müllwagen fährst mit Nosse. Vielleicht sollen die irgendwie so bescheuertes Need for Speed rausbringen oder so, dass du irgendwie so ein Müllabfuhr bist oder so weiter und abends dann rennen fährst mit deinem Müllabfuhrwagen, den dann tust und so. Das wäre so richtig behindert. Wenn du einfach irgendwie so eine Müllabfuhr hättest oder ein LKW und den dann tunst und Niles raufhaust. Oder was gibt's noch? Genau, einen ganz normalen Bus. Dass du irgendwie Flixbus fährst und abends fährst und dann auch mit Autorennen. Oder was gibt's sonst noch? Irgendwas auch bescheuertes. Auch genau, Bagger. Oder irgendwie Radlader. Oder so welche Sachen, die absolut keinen Sinn machen. Fährst aber mit scheiß Radladern, fährst einfach ein Rennen und tut sie da auf. Gott. Oh Gott, das ist dumm. Das ist so dumm. Daraus können wir wirklich ein Spiel machen, ey. Und noch irgendwelche Story-Elemente dazu packen oder so. Gott, ey. Ah, du könnt gleich ein Storyboard schreiben und Skripte und so weiter und das teuer verkaufen. Das ist ein dummes Ding. Oder Google hat das jetzt gerade analysiert. Also, meine Sprache zu Text gemacht. Und irgendjemand hat es dann automatisch, ja, da wurde es irgendwo reingefliegt und ihr kennt ja den ganzen Automatisierungskram. Ja, dann auf einmal gibt es den Kram. Dann denken wir auch nur so, ihr Arschgeigen, ja, ich wollte nicht mal einen Credit genannt. Ich will doch kein Geld haben, aber irgendwie ist Credit. Also erwähnt mich in die Credits. Abonniert mich, 6 von 10. Doch komisch, eine Zeit lang geht es mit Abonnenten nach oben. Eine Zeit lang geht es einfach nur noch runter. Ich hatte auch eine Zeit lang, ging es einfach so hart runter von den Abonnentenzahlen, wo ich auch sagte, okay. Und wenn mich dann niemand abonniert hat, dann kam aus dem Ausland, wo ich auch so dachte, hey, guck doch eh nicht meine Videos. Ich brauche noch Abonnenten, die meine Videos gucken oder die am besten Fall sogar kommentieren. Ah, ich liebe Kommentare. Ja, ist das so, ey. Ich sag ja, das war ja auch mein Hauptziel, ne? Von diesem Kanal, dass ich Kommentare auf Videos habe. Dass man über die alten Spiele sprechen kann. Egal, ob das Need for Speed ist oder Uber the Soul oder eben die ganzen alten Scheiße, die man von damals kennt, ne? Ob ich sie kenne, ihr sie kennt, wie auch immer. Aber irgendwie müsst ihr aufs Video gekommen sein, ne? Gott, Mann. Wie ein Radiergummi. Ich muss das schon alles wegwischen.